Nein, 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 oh! Bleib drauf! Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, Leute. Heute machen wir weiter und zwar Unterricht Zauberkunst, Leute. Wenn es die Folge verpasst hat, schaut es euch unbedingt an. Hier! Hinter dir! Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Das ist wieder schon sympathisch, das Leben. An die frische Luft. Mir nach. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Jo, Alter. Ja. Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Kurzum, okay, der Aufruf soll gedrückt. Sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor, aber statt die Murmel hier müssen Sie die Murmel. Sehr gut. Ah, Scheiße! Nicht die Fassung verlieren. Der war zu lang, ne? Genau so. Ja, nice. Wunderbar.
Nice. Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Geil. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzug eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ah, oh, was? Ach du Scheiße. Du hast blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Eieiei. Ei, ei. Kommt das gut? Okay. Akio. Ey, halt an, halt an, halt an. Ja, 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 danke. Oh, Alter. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Der war knapp, dass er mir nicht runtergefallen ist, ne? Boah, Digga. Okay. Scheiße. Akio. Der Gleichstand, Alter. Yo. Genau so. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los! Ah, yeah, okay. Ach du meine Fresse. Haha, geil. Kurz warten, bis der wieder nach drüben geht. Jetzt. Nein, 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 oh! Bleib drauf! Ach du meine Fresse! Konzentration jetzt! Yo! Perfektes Ergebnis! Bemerkenswert! Aha, geil. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Nun, es war nett, mit dir zu reden und sich mit dir zu messen. Ebenso. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte.
Man ja, ja, ich komme. Auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Zauberkunst abgeschlossen, nice. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunst-Hausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Und das ist eine Truhe, genau. Ich habe Liebesbriefe bekommen. Aber da kann ich lange. Noch weiter oben? Hä? Okay. Ich sage ja immer, schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand an. Wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand. Ach du Scheiße, ist das. Und am Ende war dann Albert Boot der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Oh, wie lustig. Moment. Alter, okay, ich weiß, was hier abgeht. Ich sage die Wahrheit, Peeves. 3 und 0 geht 3. Es war Basil Fleck. Ein Kampf? Wie mutig und keck? War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Und dann warte jetzt 4. Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie denkst 5, gut. Also 7, ne? Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt wo sowieso bei der Trading. Das war Hephaestus Gore. Ihr seid Fleck. Ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. 10. Jo! Ja, geil! Boah, aber... Truhe, oh! Noch... Alter, das ist ja voll mit Truhen. Ah, Stufe 1. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Oh! Eins von 8 Handbücher gesammelt. Okay, schauen wir mal. Aufträge. Gekreuzstäbe rund. Nein. Weasley nach dem Unter. Okay, wir gehen zu Professor Weasley. Okay. Ich will nach Hogsmeade. Ich will meinen Zauberstab. Aber bis jetzt sehr geil, ne? Ich feiere dieses Spiel. Alter, ist okay. Moment, hier ist noch eine Flamme zum Aktivieren, danke. Ich rauszugehen. Okay. Gut, Leute. Meine Themen mal habt ihr zum Ansprechen, weil das wird ein langes Projekt, Leute. Das verspreche ich euch jetzt schon. Dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Professor Weasley, ich call. Rebellion. Ah, die ist unter mir, die Truhe. Lol. Okay. Dann halt noch nicht. Gut, let's go. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor.
Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte ihnen vor ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ja, ja. Ich vermute, dass mehr hinter ihren Reisen steckt, als sie mir gesagt haben. Ach, scheiße, kommt viel mit dem. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Von dem wüsste ich nichts. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Geil. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Ja. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Nice. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Oh ja. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Wir nehmen Natty mit. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Oh. Okay, gut. Dann komm, Ronan. Willkommen, Professor. Sprich mit Professor Ronan, die erste Aufgabe. Okay. Ah, da sind Sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einiges vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Revelio. Okay. Sammle das fliegende Blatt im Turm verteidigen gegen die dunklen Künste ein. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe des gebrochenen Stadt. Ah, hey! Komm her! Okay, und dann noch drin, ne? Sollte noch ein fliegendes Blatt sein, okay. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Moment, ich hab dich doch gerade gesehen. Ja, bist du. Hey, komm! Großartig. Danke. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist für Ihre Magie. Ach du Scheiße, komm. Schneller. Ui, okay, wir haben es geschafft. Reparo.
Mit Wiederherstellungszauber ein paar kann zerbrochene Objekte und Teile in der Umgebung reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Okay. Oh. Repar. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Oh, nice. Also der könnte wirklich noch von Nutzen sein. Ne? Okay. Gut, und jetzt gehen wir zu Nati. Moment. Da muss noch eine Kiste. Hä, wo ist die Kiste? Okay, egal. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gehen nur willkommen in Hogsmeade. Wo muss ich hin? Ah, doch da. Alter. Ich verlaufe mich noch, ich sag's euch. Das ist mir viel zu groß. Diese Schule. Alter Schwede. Moment, was? Da ist noch was. Da habe ich ja was angerichtet. Ah, hey. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Danke, dass du fragst. Ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe im Gemeinschaftsraum versucht, wortlos zu zaubern. Nun, das habe ich geschafft. Jetzt versuche ich, meine eigenen Zauber zu erschaffen. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Ach du Scheiße. Als ich die Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach da. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Könnte ich, jo, wenn machen ich Zeit wir. Habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Flugreparatur. Okay, wir machen das in der nächsten Folge zuerst und dann gehen wir nach Hogsmeade, Leute. Ich würde sagen, was für diese Folge gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!